Hallo liebe YouTube-Freunde, heute werdet ihr die Konstellationen für den Monat Mai 2020 und Nostradamus Prophezeiung erfahren. Es ist an der Zeit, dass wir uns wieder mehr zutrauen. Es lohnt sich, schwierige Aufgaben anzugehen. Die Sonne verteilt 4 positive Verbindungen über den gesamten Monat Mai. Keine davon wird heftig werden. Also zugreifen und schwierige Aufgaben anpacken. Es wird mehr gelingen, als man sich vorstellen kann, auch wenn 5 Tage mit Ärger, Streit und Unmut kommen können. Doch im Allgemeinen ist der Mai von Glückstagen geprägt. Große Sorgen müssen wir uns um Israel machen, das Land im unseligen Umfeld. Es konnte bisher nur überstehen, weil die USA den Schutz für Israel übernommen hat. Und nun die Prophezeiung Nostradamus. Im Vorwort an König Heinrich II. Die größten Städte sind entvölkert und jene, die es betreten, werden vom Zorn Gottes gepackt. Nostradamus spricht in seinem Vorwort vom Ort Achim und das ist Sichem in Israel und gleichzeitig auch von Abrahams Grab, das ebenfalls in Israel liegt, das sowohl für Juden wie auch für den Islam als heiliger Ort besucht wird. Also werden dort heftige Kämpfe zwischen dem islamischen Heer und der NATO stattfinden. Nostradamus sagt, über dieses Reich kommt die große Verwüstung. Das Grab der großen Verehrung wird lange offen unter dem unbegrenzten Blick des Himmels, der Augen, der Sonne und des Mondes liegen. Der heilige Ort wird in einen Teil für Groß- und Kleinvieh verwandelt. Und daraus kann man entnehmen, dass im bevorstehenden islamischen Krieg Atomwaffen eingesetzt werden und Israel nuklear verstrahlt wird. Jeder, der sich in den zerstörten Städten aufhält, kann erkranken und auch sterben. Wo bleiben dann die Amerikaner, die doch den Frieden in der Heimat Israels garantieren wollten? Nostradamus spricht da auch vom zweiten Holocaust, den die Juden erleben werden. So stellt sich die Frage, warum kann man dem nicht zuvorkommen? Den Prophezeiungen des Propheten sollte man schon glauben, denn schon vor 500 Jahren hat er die verheerende Auswirkung der Atomkraft vorausgesehen. Aber leider hat man ihn nie ernst genommen und man wird es auch heute nicht tun. Denn wird die USA gefordert, dauert es immer lange, zu lange. Weltweit sind es momentan schwierige Zeiten, aber der Monat Mai hat durch die Sonne 4 sehr gute Verbindungskonstellationen, wo wir wieder hoffen können und es ein guter Monat wird. So genießt diesen Wonnemonat Mai. Herzlichst eure Deria.